Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shin Megami Tensei 3. Wir sind hier immer noch in dem Ikebukuro-Tunnel und wir haben in der letzten Folge den zweiten Oni bekämpft, den Kinki. Und ich bin jetzt offscreen zurück in Ginza gewesen und habe mich komplett hochgeheilt. Auf dem Weg hierhin ist aber leider schon einer von meinen Leuten gestorben, und zwar Matador. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Auf jeden Fall hat sich hier auch was getan. Also Shitstorm ist aufgestiegen auf Level 42. Und dann Pisaka ist ebenfalls aufgestiegen und er hat einen neuen Zauber gelernt, beziehungsweise eine neue Fähigkeit. Moment. Skill Pisaka, und zwar hier. Mittlerer Elektroschaden bei allen Gegnern. Und dafür habe ich ihm die andere Fähigkeit vergessen lassen, und zwar Trafuri. Und zwar ist das die Fähigkeit, dass er aus Kämpfen direkt fliehen kann oder dass wir direkt aus Kämpfen fliehen können. Und da habe ich mir gedacht, nö, das brauchen wir nicht. Und das habe ich ihn dann vergessen lassen. So, genau, wir sind jetzt hier. Also hier haben wir ja in der letzten Folge den Kinki Oni bekämpft und jetzt muss ich herausfinden, wie es hier weitergeht. Ich glaube. Ich glaube. Glauben ist nicht wissen. Moment. Wo komme ich denn eigentlich hier hin, wenn ich da jetzt entlang gehe? Komme ich da dann runter? Irgendwie glaube ich, ich sollte mich da durch dieses Loch hier fallen lassen. Ich weiß es nicht. Hatten wir da nicht einen Hinweis bekommen, dass wir uns da mal durch ein Loch fallen lassen sollten und dann würden wir auf einen Oni stürzen? Oder verwechsel ich das gerade? Ne, hier kletter ich nach oben. Ich möchte nicht nach oben. Doch, ich werde da jetzt einfach reinfallen. Und dann werden wir mal schauen, wo wir da jetzt hinkommen werden. Moment, das müsste jetzt gleich hier vorne sein. Und Chip. Runter mit uns. So, jetzt muss ich mal die Karte nochmal aufrufen. Funny. Wirklich funny. Oh, und die Kämpfe, die gehen mir hier aber langsam auch auf den Keks. Das sind ja immer dieselben. Also ich werde euch jetzt auch in Zukunft dann rausschneiden aus den Kämpfen. Es sei denn, wir sehen irgendwas Neues, aber das wage ich zu bezweifeln. Kraftschaden bei allen Gegnern, ja, das setze ich mal ein. Das ist bestimmt ganz nützlich. Ja, könnte man meinen. Kraftschaden bei einem Gegner. Ja, komm, dann greif du an. Ja, greif am besten ihn an. Ich glaube, das ist egal. Und Shitstorm. Packst du den? Sehr schön. Damit sie wenigstens da ihren blöden Zauber dann nicht einsetzen. Und wir direkt hinüber sind. Das muss nicht sein. Kannst du aufhören, Principal? Lass Principal in Ruhe. Danke, Principal. Danke. Moment, um den kümmere ich mich jetzt. Eisatem zweimal getroffen und ist raus. Ja, das ist ja perfekt. 385 Erfahrungspunkte. Lass Principal in Ruhe. Ich glaube, dem geht's ein bisschen zu gut hier. Skill, Shitstorm, dir. Komm, heil dich mal. So. Jetzt kann ich hier wieder hochklettern. Das Licht wurde in Dunkelheit ausgemerzt. Achso, ja, alles klar. Ich habe verstanden. Ja, Moment. Dann lasst mich mal kurz ins Menü. Ich muss diese Skills. So. Erhält dunkle Bereiche. Genau. Und esst Oma. So. Das wäre die Begegnungsrate. So, was ist mit dir? Bitte sei vorsichtig. Stimmt. Ja, mit dir hatte ich eben schon in der letzten Folge gesprochen. Hä? Was ist hier los? Ich hab doch. Ah? Pisaka? Hatte ich das nicht eingesetzt? So, jetzt muss ich gucken. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich mich da runterfallen lassen, aber das ist ja sowas von Quatsch. Das habe ich ja eben getan. Ja, dann werde ich da mal diese Leiter da hinten hochklettern. Ja? Ja, jetzt fresse ich hier natürlich unnötig Schaden. Und der nächste Zufallskampf. Jetzt ist er auch noch alleine gewesen.
Komm, Shitstorm. Ja, ich weiß. So, fertig. Gott sei Dank. So, 460 Erfahrungspunkte. Tut sich hier unten was leider nicht. So, was ist mein Plan gewesen? Genau, da möchte ich entlang laufen. Mit den Zufallskämpfen hier ist echt nicht so prickelnd. So, Moment, schnell hier rein. Dann die Leiter nach oben. Und dann sind die meisten Gegner dann auch noch alleine jetzt, wo ich euch rausschneide. Das ist ja das, was mich jetzt gerade am meisten nervt. Principal! So, Level für Principal erhöht, Stärke um 1. Die Hitzewelle, ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Bitte wähle ein Skill zum Verwerfen, ja, und da hätte ich so einige. Verhaften, hält den Dämon vor Flucht mitsamt der Bezahlung ab. Überzeugt einen Dämon derselben Rasse. Und hohe Chance auf Instakill bei einem Gegner. Ja, das packen wir mal weg. Das packen wir weg. Der Skill wurde verworfen, jawohl. Oh, Principal möchte mit uns sprechen. Natürlich hören wir ihm zu. Reine Verschwendung, es wegzuwerfen. Principal warf dir etwas zu. Du erhältst Rubin. Oh, das ist aber sehr aufmerksam. Dankeschön, Principal. Für den Rubin. Oh, what the flip. Ja, hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal. Hi. Ich wurde von meiner Gruppe getrennt. Hier gibt es 4 Oni. 4? Oh, also gibt es noch 2. Ich dachte, ich hatte irgendwie 3 auf dem Schirm. Die Ex-Mantra sind. Die sind gruselig. Der Anführer kommt raus, wenn man die anderen 3 Oni besiegt hat. Und der ist richtig schlimm. Mit anderen Worten, ich habe Angst. Okay, gut, ich muss noch einen finden, um zu dem Haupt-Oni zu kommen. Alles klar. So, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Da bleibe ich jetzt erstmal weg, denn da hinten kann ich noch entlang. Ich glaube, da möchte ich zuerst hin, damit ich die Karte hier gefüllt bekomme. So, noch einmal und dann dürfte es das gewesen sein. So, wo kommen wir denn hier rein? Ah, hier komme ich runter. Wohin runter geht es denn? Jetzt habe ich ja schon wieder... Ach, jetzt sind wir hier. Ja, ich weiß, wo wir sind. Jetzt habe ich die Ecke voll. Ist es sinnvoll, hier runterzufallen? Wo sind wir jetzt? Feierabend. Feierabend. Jetzt kann ich da den kompletten Weg nochmal zurücklatschen. Oh nein, wie ärgerlich. Betäubungsnadeln. Dich sehen wir hier aber zum ersten Mal. Die war noch nie hier unten. Ich muss Principal heilen. Feueratem setze ich jetzt mal ein. Ah, die mögen beide kein Feuer. Mittlerer Kraftschaden bei allen Gegnern. Super. Ja, ich greife dich, glaube ich, an. Ja, das ist gut. Dann bist du die Nächste. Der Angriff ging daneben. Lachen. Oh nein. Ja, aber lasst Principal in Ruhe. Das ist mein Fehler gewesen. Ich habe ihn nicht geheilt. Das ist eure Schwäche. Das ist gut. Moment, ich helfe. Hier. Die Kopfnuss. So, und hier darfst du zuschlagen, Shitstorm. Er konnte. Das ist schade. Nein, nicht Principal. Verdammt. Mann, gehst du mir gerade auf den Sack? Drecksvieh. Mann, jetzt habe ich schon 2 Monster, die kaputt sind. Mann. Ach je, was hat die denn für einen Anfall? Vitalität um 1 erhöht. Anti-Dunkelheit gelernt. Ja, okay. Kann man lernen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann kann sie nicht sterben. So, Gruppe. Ich meine, ich bin ja eben selber schuld. Ich hatte ja vergessen, ihn zu heilen. Trotzdem. So, dann komm du mit rein. Skill von Shitstorm. So. Jetzt kann ich noch mal hier außen rumlaufen. Wie ätzend. Also,
Das machen wohl die Entwickler hier gerne bei diesem Spiel, habe ich den Eindruck. Sag mal jetzt, die trifft man die ganze Zeit nicht und jetzt auf einmal sind hier schon zwei mit dabei. Ja, immerhin im dreistelligen Bereich wird ja auch Zeit. Mittlerer Kraftschaden bei allen Gegnern. Das kommt auch noch hinzu. Ja, du kannst nicht allzu viel, ne? So, und dann dürfte die auch raus sein. So, Shitstorm darf noch einmal. Ich möchte aber, dass du Mana entziehst. Da haben wir nämlich nicht mehr allzu viel, ne? 85 und nicht viel, ja. Auch ein bisschen übertrieben, ne? 86. Ja, den darfst du ruhig angreifen. Den darfst du immer angreifen. Da hat wirklich niemand was dagegen. Wirklich niemand. Mana entziehen, bitte. Ja, sehr schön. So, dann darfst du mit 84 angreifen, 85 und aus dem Haus. 399 Erfahrungspunkte. So, jetzt muss ich nur noch mal aufpassen, wie der Laufweg gewesen ist. Sollte ich mich da vielleicht runterfallen lassen an dieser einen, in diesem einen Raum? Wäre es da sinnvoll? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sag mal, jetzt kamen die ganze Zeit nicht und jetzt sind die fast in jedem Kampf mit dabei. Wahnsinn. Ich habe euch vorher hier noch nie gesehen. Ich weiß, wäre am einfachsten, wenn ich einfach mal mit der quatschen würde, ne? Die hier nerven mich auch. Betäubungsnadeln. Ja, die Schwester bekommt das ab. Moment, mit der rede ich jetzt. Du scheinst einen Bekannten von mir bei dir zu haben. Ich schlafe unbedingt mit einem offenen Auge. Oh. Okay, mal was ganz Neues. Wir vertrauen ihr aber. Oh. Oh, mein Schatz ist draußen am Jauzen. Kurzen Moment. So, der gute Kater, der wollte auch gerne hier reinkommen. Jetzt hat er sich hier auf seinen Nintendo Switch-Teppich gelegt. So, wir fahren fort. Und zwar mit dir hier. Ich mag die ja überhaupt nicht. So, die müssen weg. Moment, ich drück mal hier auf Dreieck. Dann geht das Ganze hier ein bisschen zügiger. Jetzt haben die ja schon wieder so viel Leben verloren. Also jetzt reicht's aber. 684, das ist in Ordnung. So, möchtest du jetzt auch mal was Neues lernen? Noch böser Blick, ach, das ist ja auch nicht so prickelnd. Stärke erhöht sich um 1. Böser Blick erlernt. Ja, okay, dankeschön. Gewähren lassen, ja, lassen wir. DK, ja. Oh, düstere Macht, ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht so prickelnd. Aber DK, ja, könnte gut sein. Ich muss mir da mal, möchte mit mir sprechen? Ja, okay, dann hauen wir raus. Tapfere Leistungen haben mich verblüfft. Ich lobe dich und werde dir dies als Zeichen deiner Autorität geben. Nimm mein ehrliches Opfer an. Oh je. Du erhältst einen Rauchball. Dankeschön. Jetzt muss ich aber mal kurz lesen, was das denn für ein Skill ist bei dir hier. So. Negiert Kaya-Effekte bei allen Gegnern. Ja, hallo. Das ist doch gut. Der dürfte gerne gewandelt werden. Sehr gut. So, ja, jetzt fange ich hier wieder von vorne an. Also, ich muss hier nochmal nach oben. Kann nur noch besser... Ach nee, jetzt kann ich hier nochmal durch diesen Quatsch da latschen. Ey, du gehst mir aber auch sowas von auf den Keks. Das glaubt mir kein Mensch. Ich kann dich echt nicht mehr sehen. So, ich drücke auf Dreieck. Katastrophe. Türkis erhalten. Na, immerhin. Jetzt kann ich hier nochmal durchquälen. Und unnötig Leben verlieren. Das ist so geil. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Oh, ich sollte jetzt wirklich aufpassen, wo ich hinlatsche. Also einen Uni muss ich noch bekämpfen. Und dann kann ich erst zu dem vierten Uni. Der irgendwo in der Mitte gewesen ist. Weil die Tür ließ sich ja nicht öffnen, ne? Wegen dieser höheren Macht, die sich dahinter verbirgt. Ich erschrecke mich jedes Mal so ein ganz kleines bisschen, wenn ich den da so stehen sehe. So, Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Ich gehe jetzt mal hier hin. Mhm. Hier war ich doch auch schon mal. Oder ich war schon mal an einer Stelle, die so ähnlich aussah. Nee, ich bin hier schon mal gewesen. Da habe ich den anderen Uni bekämpft.
Ja, also hier brauche ich eigentlich gar nicht zu bleiben. Oder ich muss hier lang. Das kann natürlich auch sein, dass ich da lang muss. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich meine, was habe ich schon zu verlieren? Da brauche ich ja jetzt nicht hinzugehen. So, Moment. Ja, hier ist der vierte Oni. Du spürst eine starke Macht hinter der Tür. Hier ist der, aber ich kann nicht rein, weil der dritte noch bekämpft werden muss. Und ich wette, der dritte, der muss ja dann hier hinten irgendwo sein. Ich werde jetzt einfach mal hinlatschen. Es kommt natürlich erstmal der nächste Zufallskampf. So, diesen Kampf hier habe ich auch mal ausgenutzt und habe mir da ein bisschen MP geklaut, abgezwackt für Shitstorm. So, dann darfst du erstmal hier deine ganzen Gruppenmitglieder und dich selbst heilen. So, und dann werden wir unseren Weg fortsetzen. Das Licht wurde der Dunkelheit ausgesetzt. Jawohl. So, Moment. Ausgemerzt und nicht ausgesetzt. Ich lese schon wieder Sachen, die da gar nicht stehen. Skill. Pisaka, einmal die Lichtoma hier. Das spricht man wahrscheinlich komplett anders aus. Bestimmt Lichtoma oder so. Aber für mich bleibt das einfach die Lichtoma. Genau wie das hier die Liftoma ist und das hier die Estoma. Das sind alles Omas bei mir. So. Dann haben wir das eingesetzt. Und dann kann es weitergehen. So, Moment. Genau, hier einmal rein. So, und jetzt Vorsicht. Einmal hier lang. Genau, hier waren wir ja schon mal. Aber ich habe ja damals, als wir hier gewesen sind, damals, als wäre das schon bei 1980 gewesen, bin ich ja die Treppen hier nicht entlang gelaufen. Das tun wir aber jetzt. Leute, wir sind damals von hier gekommen. Bin ich blöd oder was? Oder? Nee, sind wir nicht. Denn ansonsten würden wir den kompletten Bereich hier sehen. Und das ist ja gar nicht der Fall. Asakusa liegt nördlich des Ausgangs. Ha? Okay. Aber hier waren wir noch nicht. Moment, ich geh jetzt mal raus. Verlassen? Willst du dieses Gebiet verlassen? Ja, ich will nur mal kurz rausgucken. Ja, nee, hier waren wir nicht. Nee, hier waren wir definitiv nicht. Ich gehe aber nochmal hier rein. Dann muss ich hier später raus, wenn ich die Onis bekämpft habe. Aber wieso komm ich denn schon raus, ohne dass ich die Onis bekämpft habe, frage ich mich. Aber vielleicht käme ich dafür dann später irgendwann nicht weiter. So, was aber bedeutet? Da, hier brauche ich ja schon mal nicht entlang zu latschen, weil hier gibt es nichts. Also muss ich hier wieder den Weg zurück. So, und dann kann ich diesen Weg ja dann auch schon mal ausschließen. Also muss ich mich dann irgendwo fallen lassen. Du nervst. Immer noch. Du nervst unfassbar doll. Es liegt an dem Konter, der geht mir am meisten auf den Keks. Ich möchte auch Konter lernen. Wann lerne ich denn mal Konter? Ich finde Konter toll. Außer die Gegner können das, dann ist Konter nicht mehr so toll. Dieser Höllenstoß, ey. Du gehst mir aber jetzt hier auch richtig auf den Sack mit deinem Rotz. Boah, Mann, dieser Gegner kann echt nervig sein. Komisch, dass ich dann die Attacken nicht besitze, wenn ich den dann bei mir in der Gruppe mit dabei habe. Kann ich erstmal meine ganzen Leute hier wieder heilen? Die Armen. So. Ja, einmal zurück. Einmal nochmal hier rein. Ja. Da müsste ich eigentlich hin, wenn ich den dritten Oni bekämpft habe, hätte. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mich irgendwo in ein Loch reinplumpsen lassen. Aber in welches Loch? Das ist die Frage. Jetzt kommt der nächste Zufallskampf. Da kriege ich ja schon wieder einen zu viel. Immer dieselben. Der in der Mitte geht mir halt am meisten auf den Keks. Ich muss die anderen erstmal erledigen. Ansonsten habe ich ein Problem.
So. Dann ist der weg. Du kümmerst dich bitte um den. So. Ah, ich darf. Ja, ein Critical. Super. Aber er hat trotzdem gekontert. 385 Erfahrungspunkte. Es reicht leider noch nicht. So, hier rein. Dann die Treppen runter. Ja. Ach so. Licht ist aus. Wo ist die Lichtoma? Wir brauchen die Lichtoma. Moment. Aber ich das Gebiet verlassen habe, ne? Klar. Ah, das wirkt aber noch. Naja, dann. Immerhin. So, zurück. Dann bin ich hier. Da brauche ich nicht hinzugehen, da auch nicht. Ich lasse mich mal in dieses Loch da. Are you serious? Oh, Mann. Oh, bis zum nächsten Kagazushi und das war's dann schon. Ja, nochmal. Nein, Quatsch, nicht du, sondern er. Wir müssen hier nochmal die Lichtoma einsetzen. Tut mir leid, ich muss den auch bald nochmal in den Kampf mit reinnehmen. So, genau, hier rein. Moment, stopp, stopp, ich erinnere mich hier dran. Ich bin da hingelaufen, weil ich dachte, da wäre eine unsichtbare Wand und bin aber runtergefallen. Wo genau bin ich denn da runtergefallen? Ich weiß es nicht mehr. Karte aufrufen. Hier. Ich muss da durch. Ich gehe mal da durch. Moment, wie sieht es jetzt hier mit meinem Leben aus? Ich muss den nochmal mit in die Gruppe nehmen. Moment, Gruppe. Zurück ins Inventar. Du musst zurückrufen. Pisaga muss rein. Damit der mal Lebensentzug einsetzen kann. Und... genau, da möchte ich durch. Vielleicht ist der da dahinter. So. Wir machen weiter. Blocken die das alles. Wie ich die nicht leiden kann, diese Viecher. Die panische Stimme ist ja das Schlimme. Moment mal. Mittlerer Eischaden bei allen Gegnern. Okay, schade, dass niemand eingefroren ist. Ja. Super. So, dann setze ich Eisatem ein. Feueratem hat ja nicht so ganz funktioniert. Ist jemand eingefroren? Oh, schade. Ja, super. Sie hat schon keine MP mehr. Das ist schlecht. So, Moment. Hier. Eis. Sehr schön. So, Lebensentzug. Ganz wichtig, damit du mal nochmal deine MP hier regeneriert bekommst. Sehr schön. So, schlag du zu. Sehr schön. 837 und ein Stufenaufstieg für ihn. So, Stärke wird erhöht. Habe ich absolut gar nichts dagegen einzuwenden. Entzugsangriff erlernt. Ich muss erstmal wissen, was Entzugsangriff bedeutet. Normale Angriffe entziehen TP. Oh. Ja, dann werden wir opfert sich selbst und fügt einem Gegner... nee, das ist Kamikaze, werden wir dafür dann verwerfen. Yes, das geht in Ordnung. Der Skill Kamikaze wurde verworfen. Und wir haben... ach, er versucht, einen Skill zu wandeln. Ja, welchen denn? Oh je. Annullieren Eis. Anti-Eis wurde zu annullieren Eis. Ja, noch besser. Er möchte mit mir sprechen. Hörst du zu? Aber natürlich... deine tapferen Leistungen haben mich verblüfft. Ich lobe dich und werde dir dies als Zeichen deiner Autorität geben. Nimm mein ehrliches Opfer an. Und ich bekomme einen Soma-Tropfen. Dankeschön. Wenn ich das hier jetzt erstmal überquert habe, muss ich mich heilen. Und ich glaube auch die Gruppe anpassen. Skill, Shitstorm, erstmal alle heilen. Ja, weil mit ihren MP, das sieht nämlich auch nicht mehr so prickelnd aus. Gruppe, zurück ins Inventar. Einmal. Und wir rufen... ich weiß nicht, wen wir rufen. Entschuldigung. Dann komm du doch nochmal mit ins Boot. So, dann gehen wir mal rein. Hier ist er. Hier ist der letzte Oni. Ja, hallo. Sehr interessant. Schaust du aus? Das habe ich natürlich eben nicht gespeichert, ne? Schlecht.
Okay. Wird schon schief gehen, oder? Moment mal, ich guck mal nochmal ins Menü. Blabliblub. Wir sind nicht verflucht. Komm, das haut schon hin. Suiki, okay. Dich habe ich noch nie gesehen. Ich bin Suiki. Und falls du mich nicht kennst, ich bin ein eiskalter Bösewicht. Aber keine Angst, ich tue dir nichts. Also komm doch her. Okay. Du bist mutiger, als du aussiehst. Ach so, okay. Ja, super. Gut, dann nochmal von vorne. Dann komm schon her. Vergiss es. Haha, du Feigling. Dann stirb. Okay. Ich weiß ja nicht, ob du weiblich bist. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. So, Eisatem. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Okay, ich verstehe. Du bist wahrscheinlich gegen Magieangriffe immun. Na, ganz toll. Dir die Saga erstmal heilen. Entschuldige, ich musste mal gerade aufstehen, um im Wohnzimmer die Tür zu machen. Und hier, der Staubsauger ging an. So, erhöht Magieangriffe bei der Gruppe. Das ist nicht so toll. Ne, greif an. Da fehlt. Das ist natürlich nichts. Erhöht Ausweich- und Trefferrate der Gruppe. Bestienauge. Okay, das hier ist schlecht. Geblockt, das ist gut. Shitstorm. Greif du mal an. 55. Erhöht Magieangriff. Dekaya. 47. Setz mal Fokus ein, damit du im nächsten Zug angreifen kannst. Funktioniert das hier? Ja. Das zählt nicht als Magieangriff. Oder vielleicht ist es nur dieser Eiszauber jetzt gewesen, den er da jetzt absorbiert hat. Hey! Hör auf damit. Ich probiere jetzt mal mit Feueratem. Ah, das ist seine Schwäche. Okay, dann ist es nur Eis gewesen. Dann ist es nur Eis gewesen, okay. Erhöht Magieangriff. Okay, so, du hast ja eben den Fokus gehabt. Du darfst angreifen. Ach so, ja, noch den Entzugsangriff. Der ist ja auch noch mit dabei. Ja, mega. Lebensentzug. Wir machen hier weiter. So, und Shitstorm ist wieder dran. Nochmal Feueratem. Feuer ist seine Schwäche. Zweimal getroffen, perfekt. Erhöht Magieangriff der Gruppe. Okay, mal gespannt. Bestienauge. Ich glaube, der kann uns noch richtig gefährlich werden. Spätestens in der zweiten Phase. Oh, das ist gut. Ich liebe das. So, Feueratem, mach bitte weiter. Jawohl, zweimal getroffen. So gehört sich das. Ah nein, du solltest eigentlich was anderes tun. Erhöht Ausweich- und Trefferrate. Lebensentzug. 112. Sehr schön. So, weiter mit Feueratem. Auch nochmal zweimal getroffen. Okay. Erhöht Magieangriffe. Hey, du nervst mich. Sieh zu, dass du abhaust. Ja, tut mir leid. Es läuft doch gerade ziemlich gut mit uns, oder? Ich glaube, dass sie uns jetzt gefährlich wird. Höllenstoß. Berserker. Okay. Gletscherstoß. Wow. Immer mit der Ruhe hier. Sakubas Troll. Sakubas. Komm du doch mal mit ins Spiel. Domina. Denkt Ausweich und Trefferrate. Moment, wir heilen erstmal ihn. Genau, sehr gut. Greif an. Drachenauge. Jetzt bin ich gespannt, jetzt legt er wieder los, ne? Eis. Bringt gar nichts. Sehr gut.
Feueratem. Ich muss gleich MP entziehen. Sehr gut. So, Moment. Senkt Ausweich- und Trefferrate. Okay. So, darfst du angreifen mit 53. So, bei dir würde ich ja jetzt gerne den Lebensentzug einsetzen, aber ich würde mir gerne diesen Elektroschaden anschauen. 66. Okay, jetzt nicht so prickelnd. Nochmal der Feueratem. 216. Ja. Senkt Ausweich- und Trefferrate. Drachenauge. Dann hau mal raus. Gletscherstoß. Okay. Dann nehme ich jetzt erstmal den Mana-Entzug. So, du wirst ihn bitte heilen. So, Moment, schützt die Gruppe. Erhöht Ausweich- und Trefferrate der Gruppe. Du nimmst den Lebensentzug. 115. Und nochmal das Drachenauge. Perfekt. Super. Und auch diesem Angriff sind wir ausgewichen. Feueratem. Ja. Na, sind das nicht mal tolle Zahlen, die wir hier sehen? Senkt Ausweich- und Trefferrate. Also, sie ist auf jeden Fall der einfachste Uni bisher. 129, sehr schön, auch komplett hochgeheilt. Nochmal der Feueratem, bitte. Das war's. Sehr gut. Nicht schlecht. Wer bist du? Ein Dämon? Ein Mensch? Beides, Schätzchen. Wir sind beides. Aquamarine erhalten. Sehr gut. Ja, perfekt. We made it. So, zurück. Ah. So, Moment. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich da nochmal hinkomme, um abzuspeichern. Autsch. 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 Ich glaube, da ist es sinnvoll, mich dann hier durch dieses Loch fallen zu lassen. So, das ist ja hier. Zack. Und dann bin ich nochmal. Haha. Genau. Oh, nee. Warum seid ihr hier? Ihr nervt. Ich überlege aber, bevor ich jetzt hier mich mit dem letzten Uni da anlege, ob ich nicht vielleicht vorher nochmal nach Ginza zurück soll, um mich zu regenerieren und auch hier, um meine Monster, die kampfunfähig sind, nochmal zu beleben. Oder ob ich es einfach mal so probieren soll. Ja. Ich glaube, wir könnten es ruhig so probieren. Ach, ich weiß es nicht. So, erstmal hier rein. So, genau. So, das sind einige Schleime gewesen. Die haben ständig neue Schleime herbeigerufen. Ja. Muss ich überlegen. Moment. Och nee, jetzt kann ich mich hier nochmal durchquälen. Oh, das ist ja auch so ein unnötiges Genervs. Dass es hier keinen Hebel gibt, um das auszustellen. Moment, ich werde mich jetzt erstmal hier hochheilen. Ja, der hat jetzt hier schon eine negative Zustandsveränderung. Die nervt mich ja jetzt auch schon so ein bisschen. Ich glaube, ich habe da aber tatsächlich nichts mehr. Anti-Stumm benötige ich. Das ist schade. Nee, ich mach das. Ich schneide euch aber raus. Ich werde jetzt nach Ginza zurückkehren und dann werde ich hier euch gleich dann nochmal mit hinzunehmen. So, meine Lieben, ich glaube, ich bin da. Ich glaube, das hier ist dieser Raum. Das war ja so klar, dass ich jetzt hier noch genervt werde. Von dir. Moment, ich wollte eigentlich auf Dreieck drücken. Hatte da versehentlich aber jetzt zweimal drauf gedrückt.
So, achso, ja, das ist eben passiert. Shitstorm hat eben Level 43 erreicht. Ansonsten gab es aber keine besonderen Vorkommnisse. Hallo, geht es noch? Oh Mann, so richtig unnötig. Aber es hat hingehauen, die sind so kaputt gegangen. Normalerweise haben die 5 Schläge gebraucht vorher. Okay, so. Ich denke, dass ich jetzt hier reinkommen werde. Ich habe eben abgespeichert. Ich bin komplett hochgeheilt. Moment. Hier, uns geht es allen gut. Also, wenn was schief laufen sollte, dann ist das gar nicht so schlimm. Denn der Weg bis hierhin ist ja hier gerade um die Ecke. Dann wollen wir mal. Oh. Ganz in Schwarz. Schön. Ongioki, okay. Ich heiße Ongioki. Warst du es, der meine Partner getötet und mich geweckt hat? Ich habe sie fein säuberlich zerstückelt. Nee, da verwechselst du mich. Nee, wir wollen schon ehrlich sein, ne? Ich habe sie fein und säuberlich zerstückelt. Unverschämter Narr! Lerne durch meine Illusionen deine Schwäche kennen. Durch Illusionen? Oh nee, das mag ich jetzt gar nicht so. Bedeutet das? Ah, nein, das habe ich mir schon fast gedacht. Was du siehst, ist nicht immer die Wahrheit. Feierabend, jetzt muss ich hier den richtigen treffen. Ah, Moment, das lässt sich aber bestimmt doch ganz leicht herausfinden, oder? Oh, ich habe niemanden getroffen. Das ist schlecht. Das ist aber sowas von schlecht. Senkt Ausweich- und Trefferrate. Okay, mittlerer Eisschaden bei allen Gegnern. Geht bei allen daneben. Dekunda. Dunkles, alter Schwede. Sag mal, warum sind die so groß? Ist mir gar nicht aufgefallen. Hallo? Ja, gute Frage. Komm, ich greif dich mal an. Geblockt. Das war nicht der Richtige. Boah, verflixt, Leute. Moment, probieren wir den mal. Das war auch der Falsche. Böser Blick. Geblockt. Dann ist er rechts der Richtige. Drachenauge. Körperlicher Angriff verstärkt. Verteidigung verstärkt. Ausweichen Trefferrate erhöht. Jetzt geht's aber ab. Oh ja, hallo. Geht's noch? Moment, ist das denn... Nee, das ist dann der Falsche. Ach man, ey, das ist ja mal ein Rotz. Ey, hör auf mit so einem Quatsch. Dunkles Schwert. Boah, hier geht mir gerade echt auf den Keks. Ah, ich habe den richtigen getroffen. Ja, immerhin. Senkt Ausweichen Trefferrate. Das, was er eben gepusht hat, das machen wir jetzt nochmal kaputt. Mittlerer Eisschaden. 70. Mittlerer Elektroschaden. Mal gucken. Ich muss hier jetzt seine Schwäche erstmal herausfinden. Drachenauge. Ja, jetzt bufft er sich wieder hoch, ne? Das ist ja auch gar nicht so das Schlimme. Diese Papierfertigung geht mir nur auf den Keks. Ach, du meine Güte. Ach, und er macht das jedes Mal. Okay, ich greife den an. Das war der Falsche. Angriff 149. Dem Angriff ausgewichen. Bist du dann der Richtige? Nein. Das ist nicht gut. Natürlich. Schon wieder der ganz rechts. Okay. Ja, jetzt legt er hier wieder los. Ach, hör doch auf. Und nochmal. Ich nehme jetzt mal den ganz rechten. Ja, super. Immerhin. Senkt Ausweich- und Trefferrate. Moment, heil du erstmal Shitstorm.
So, was mache ich? Schütze die Gruppe vor Licht- und Dunkelheit-Angriffen. Erhöht Ausweich- und Trefferrate. Dann benutzt du bitte den Lebensentzug. Super. Ach du meine Güte. Das hier kann ja was werden. Körperlicher Angriff verstärkt. Verteidigung verstärkt. Ja, mach nur. Gib ihm. Oh nein. Ja, dieses Mal ist es nicht der ganz rechte gewesen. Dann wahrscheinlich der ganz links. Ey! Also jetzt bist du aber doof. Jetzt bist du aber blöd hier. Das war ja auch nicht. Ja, wenn der mich mal trifft, dann ist Feierabend. Alter, was ist das für eine Katastrophe? Ich hab den richtigen, ich brech ab. Eisschaden. Gut, Feuer würde ich gerne mal noch ausprobieren. Das hatte ich noch nicht ausprobiert. Aber ich kann jetzt eh einpacken. Das war's. Oh, du bist ja aber nervig. Du bist nervig. Der wird sich ganz hoch gebufft. Feueratem. Aber es geht ja bei allen daneben. Naja, zumindest bei rechts und links. So, ja, wenn der jetzt gleich getroffen wird, ist eh Schluss. So, Moment, komm, ich greife dich mal an. Verfehlt, super. Ja, natürlich, weil die Trefferrate und so, ne, steigt ja. Ist der gestiegen bei ihm. Ach, du meine Güte, du ahnst es nicht. Aber ich hab... Oh, das ist sogar der Richtige. Wer hätte das gedacht? So, Ausweich- und Trefferrate erhöht. Ich meine, das hier ist jetzt eh Käse. Das hier lohnt sich ja gar nicht mehr. Ja, Grenze erreicht. Und jetzt hier nochmal die Vervielfältigung. Da kriege ich ja was an mich. Verfehlt. Oh mein Gott. Habe ich ja echt Glück hier mit ihm. Oh mein Gott, seid ihr nervig. Oh, das ist wieder der Richtige. Ja, bringt mir nur nichts. Ausfall. Wer fehlt? Und er macht ja immer dasselbe. Das ist ja so nervig. Ja, du hast eine komplette Grenze erreicht, Kollege. Nur wenn er dann halt mal angreift, wird's problematisch. Dunkles Schwert und das war's. 456, zieht euch das mal rein, das ist doch krank. So, jetzt habe ich das mal anders probiert hier. Ich habe mal hier meine Gruppe geswitcht, damit ich hier die Verteidigung bei ihm runterhalten kann. Habe ich hier meine dunkle Dame mitgenommen. Kann ich das hier überspringen? So, warst du das? Nee, da verwechselst du mich nämlich jetzt mal. Mich täuschst du nicht. Lerne durch meine Illusionen deine Schwäche kennen. Och nee. Das mit den Illusionen nervt mich ja am meisten. So, und direkt geht schon los, die Vervielfältigung. Okay, dann muss das hier schon mal der Richtige sein, oder? So, Moment. Geblockt. Nee, das war er nicht. Dunkles Schwert. 154. Ey, da hat er noch Zustandsveränderungen. Shitstorm. Ja, ist wahrscheinlich wieder der ganz rechts. Was ist das? Instant Tod. Ja, gut. Da sind wir eh geschützt vor. Nein, er ist der Richtige. Katastrophe. So, und jetzt fängt er an mit dem ganzen Gebuffs. Kaya, der setzt nur Kaya ein. Und nochmal die Vervielfältigung. Ja, jetzt kann ich doch mal hier auf Jagd gehen. Oh, ich hab den richtigen. So, Moment. Senkt die Verteidigung. So, senkt Ausweich- und Trefferrate. Hitzewelle, körperlicher Schaden bei allen Gegnern. Oh.
Okay, nö, das muss nicht sein. Moment, übergeben, genau. Schützt die Gruppe vor Licht- und Dunkelheitangriffen, erhöht Ausweich- und Trefferrate. So, Shitstorm, Mana-Entzug. Genau, Feueratem wollte ich einsetzen. Nein, das ist aber auch nicht seine Schwäche. Dann kann es ja nur. Ah, Licht wird seine Schwäche sein. Ich bräuchte den Zauber mit Kaya-Effekte. Ich weiß gar nicht, ob das einer von uns hat. Und da sind sie wieder. So, Moment, jetzt muss ich aber erstmal. Troll Pisaka. Komm, Pisaka, tauschst du mal mit ihm? Ich weiß nicht, ob der irgendwie was hat. So. Ja, angreifen. Komm, greifen wir nochmal den rechten an. Das war der falsche. Und dann sind alle meine Züge weg, wenn ich den falschen erwische. Ich hab den richtigen. So, Moment. Mittlerer Kraftschaden. Wollen wir das mal ausprobieren? Ist aber auch nicht seine Schwäche. Erhöht Ausweich- und Trefferrate. Ja. Muss ich einsetzen. Dekunda. NDA-Effekte. Ja. Moment. Wie sieht es denn hier mit Strom aus? Nein. Oh, Mann, 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 Mann. Also dieser Kampf wird ja dann ewig dauern. Verteidigung verstärkt. Ich brauche diese Kaya-Effekte zu neutralisieren. Ich glaube, da gab es doch so einen Zauber. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, ich greife dich an. Jawohl. Das ist der Richtige. So, dann machen wir weiter. Senkt Verteidigung. Was machst du? Erhöht Ausweich- und Trefferrate. Ja. Okay, wieso nicht? So, Pisaka, Lebensentzug. Jetzt ist er wieder dran. Und bufft sich ja wieder hier vom Allerfeinsten. Nur wenn er dann mal zuschlägt, habe ich nichts mehr zu lachen. Das ist doch der Wahnsinn. Spieleranzug. Ja, ich nehme nochmal den rechten. Das ist der falsche. Gott sei Dank. Sehr schön, wir sind wieder dran. So, nehme ich dich. Jawohl. Okay. So, Moment. Mittlerer Kraftschaden. Nein, wir wollen die Verteidigung nochmal senken. Ein bisschen wenigstens. Erhöht Ausweich- und Trefferrate, ganz wichtig. Sekunde. Ja gut, haben wir ja noch keine. Das bringt uns auch nichts. Ja, komm, dann zieh ein bisschen was ab für deine TP. Verfehlt. Oh ja, super. Ganz toll. Und das wird bestimmt nicht beim letzten Mal bleiben. Verteidigung verstärkt. Ja, da ist auch schon alles oben. Die Grenze ist erreicht, außer bei der Verteidigung. Weil ich die halt ab und zu noch runterbekomme. So, Moment, hier greife ich nochmal ganz rechts an. Zack, falsch. Irgendwelche Merkmale, wer hier der Richtige sein könnte. So, dann kommt der Troll ins Spiel. Ja, und du musst dich jetzt anfangen zu heilen. Moment, Rakunda senkt Verteidigung bei allen Gegnern. Na, immerhin. Dann erhöht Ausweich- und Trefferrate. Dunkles Schwert. Aufpassen. Alter Schwede, echt jetzt. Das ist doch Wucher. Mana-Entzug bringt nichts. Komm, ich greife dich an. Critical Hit sogar. Okay. Senkt Verteidigung. Ja, Moment. Erhöht Ausweich- und Trefferrate. So, dann holen wir noch jemanden dazu. Ja, holen wir Sakubos mit dabei.
Was soll ich sonst machen? Böser Blick. Ja, gut. Wir sind wieder dran. Oh. Okay. Eisatem. 2x62, das ist doch schon mal was. Senkt die Verteidigung. Sakubas, du kannst uns heilen, ne? Genau, dann heil du mal Shitstorm. Sehr schön. Moment. Schützt die Gruppe vor Licht und Dunkelheit. So, jetzt setzt er sein Drachenauge ein. Mal wieder. Bin ich ja eben Glück gehabt, dass er dann einen bösen Blick eingesetzt hat. Ja, Grenze erreicht und jetzt die Vervielfältigung. Ach du meine Güte. So, Moment. Ich nehme nochmal den ganz rechten. Yay! Sehr gut. Rakunda senkt die Verteidigung. Okay. Verursacht Schlaf bei allen Gegnern. Okay, Sekunde Ausweichen Trefferrate. Sie senkt Ausweichen Trefferrate. Okay. Ja, greif du mal an. 133. Ah, solange wir ja dreistellig austeilen, bin ich ja ganz zufrieden. Aber wir greifen halt einfach zu selten an. Ich nehme den. Verdammt. Da freuen die sich doch noch jedes Mal. Hey, jetzt reicht's. Jetzt war wieder der ganz rechts. Moment, sie muss als nächstes geheilt werden. Mittlerer Kraftschaden. Komm, probieren wir das mal. 101. So, Moment. Du musst sie jetzt bitte heilen. Dankeschön. 105. Oh, da hätte ich gerne den Eisschart eingesetzt. Wenn wir den eingefrieren bekommen, das wäre ja richtig nice. Ja, Grenze erreicht, ich weiß. Oh, das bringt einfach gar nichts mehr. So, Shitstorm. Sehr gut. Mittlerer Kraftschaden. 82. Angriff. Senkt Ausweichen Trefferrate, wieso nicht? So, Moment. Mittlerer Eischaden. 69. Ja, dann wäre der physische Angriff am sinnvollsten gewesen. Ja, ich glaube, ich brauche da mit den Buffs gar nicht mehr zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Verdammt. Dekunda. NDA-Effekte. Ja. Shitstorm. Jawohl. Gut gemacht. Moment. Mittlerer Kraftschaden. 76. Du musst dich jetzt heilen. Okay, du greifst an. 75. Oh. Ich muss halt einfach nur meine Trefferrate und meine Ausweichrate erhöhen. So, Shitstorm. Nochmal rechts. Schade. Jetzt kriegen wir eins über die Ohren. Mudon. Ja, ich bin immun dagegen. Mein Friend. Oh, das war er auch nicht. Sehr gut. Wir sind wieder dran. Nein. Ah, Mann, jetzt darf der wieder, ne? Ja, die Grenze überall erreicht. Außer bei der Verteidigung. Die hatte ich ja ein bisschen unten. Grenze erreicht. Überall die Grenze erreicht. Also langsam muss es doch langweilig werden. Hab ihn. Greif du auch an.
Wir haben nichts mehr zum Zaubern. Verursacht Schlaf. Wollen wir das mal probieren? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie blöd ist das denn? Jetzt kam ich nicht zum Angreifen, weil ich das eingesetzt habe. Oh nein. Wenn ich doch nur wüsste, wie viel der noch hätte, dann wäre ich ja schon beruhigt. Aber der, ach Gott, der hat ja noch über die Hälfte. Ansonsten hätte er ja schon mal mit uns gequatscht. Haltet durch, Leute. Oh nein. Die ist raus. Matador. Komm du rein. So, was hast du? Geringer Kraftschaden, mittlerischer, bla bla bla, mittlerischer, genau, mittlerer. Mächtige Böe, ach du meine Güte. Komm, dann greif du den an. Das war sogar der Richtige. Ja, hey. Senkt Ausweich- und Trefferrate. Und nochmal, warum setzt du denn nicht den bösen Blick nochmal ein? Wenn du nur noch einmal dran kommst. Das wäre so nice. Ich werde jetzt auch gleich mit Shitstorm. Ja, wenn ich da mal mit ihm rankomme. Ich da mal den Eisatem einsetzen. In der Hoffnung, ich würde ihn mal eingefrieren. Nochmal rechts. Das war er nicht. Böser Blick. Sehr gut. So, dann nehmen wir ihn. Verfehlt. Das hat nichts zu bedeuten. Das ist er. So. Analyse. Ja, was tue ich? Komm, greif an. 52. Nee, das macht doch keinen Spaß, sowas. Überall ist die Grenze erreicht. Du hast dein Maximum erreicht. Bei allem. Okay, Matador. Nein. Oh, Shitstorm. Okay. Dann würde ich sagen, übergeben. Shitstorm. Der ist es. So. Angreifen. Verfehlt. Ah, da muss ich gucken, dass bei Succubus dann angreift. Nach Succubus kommt Shitstorm dran, ne? Moment, das sehe ich doch gleich. Gleich sehe ich doch die Zahlen. Shitstorm wäre als nächstes dran. Wenn ich den richtigen treffen würde. Moment, das hat nichts zu bedeuten. Ja. Da ist er. Ja gut, komm, ich greife an. Übergeben bringt nichts. Mann, oh, Mann, 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 Mann. Wieso unnötig der Kampf in die Länge gezogen wird. So, er ist an der Reihe. Das war er nicht. Das war's. Tschüss, Succubus. Tschüss, Matador. So, nur noch die beiden sind da. Du bist auch der Falsche. Okay, Shitstorm. Da war's nur noch einer. Ja, und jetzt setzt er wieder sein Drachenauge ein. Schlimm, schlimm, schlimm. Stellt euch mal vor, ich hätte hier mein Monster nicht dabei, der gegen physische Angriffe immun ist. Da wäre ich doch voll am Arsch. Ja, doch. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich ausgewichen. Na super. Böser Blick, das ist gut. Shitstorm. Eisatem, bitte gefrier ihn ein. Nein. Aber du kannst, hättest vielleicht noch Glück, aber das bringt ja nichts, weil er ja eh gleich dann an die
Weil er dann nochmal käme. Leute, 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 was soll ich dazu sagen? Was machen wir denn jetzt? Okay, ich bleib nochmal bei dem rechts. Das ist auch der richtige. Und der Angriff ging daneben. Ach, das hier ist doch echt ein Witz, ey. Oh, wenn es da einen Trick gäbe, um zu sehen, wer hier der Richtige ist. Die sehen auch alle identisch aus, ne? Nicht, dass da irgendwie jemand einen Streifen weniger auf der Hose hätte oder so. Oder an der Maske, ob da was anderes wäre. Die Waffe sieht auch gleich aus. Haben alle vier Bändel an der Hose. Oh Mann. Ja, ich greife trotzdem dich an. Ja, super. Na, immerhin. Super. Immerhin etwas. Vor allem, irgendwann müssen doch auch mal deine MP over sein. Oder haben die unbegrenzt MP? Scheint so. So, das Ganze noch einmal. Das war der falsche. Und da freuen sich die anderen. Dunkles Schwert, ja. Den trefft ihr nicht. Oh, ich weiß gar nicht, wie es da bei ihm aussieht. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dagegen immun ist. Ich habe den richtigen getroffen. Ah, ich dachte kurz eben, ich hätte ihn. Weil er sich so komisch bewegt hat, als ich ihn angegriffen habe. Nee, aber der wird ja, der haut ja bestimmt vorher noch einen Dialog raus, wie das bei den anderen auch war. Ah, Mann, was für ein Generv's. Geblockt und tschüss. Weg. Ja, wenn der mich trifft, bin ich weg. Aber da habe ich ja eigentlich vorgesorgt. Sehr gut, wir haben getroffen. Ich setze, glaube ich, trotzdem nochmal ein. Hier, Ausweichen, Trefferrate erhöhen. Ah, meine Grenze ist auch schon erreicht. Okay. Ja, da passiert mir nichts. Durch meinen Magatama, das ich ausgerüstet habe. Oh. Ich darf zweimal. Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Gut, dann eben so. Oh Mann, warum? Es wäre so toll, wenn ich den doch einfach eingefrieren könnte. Rechts. Falsch. Okay, so, dann nehmen wir ihn. Falsch. So, rechts, links, rechts, links. Wird wahrscheinlich der linke sein. Ich nehme jetzt einfach mal den linken. Nein, es war der in der Mitte. Deine Grenze ist doch erreicht, du Lappen. Oh mein Gott, also wenn ich den Kampf nicht schaffe und ich das Ganze hier nochmal machen muss, ey, dann aber Happy Birthday. Das war auch der falsche. So, jetzt. Ja, das ist der richtige. Zack. Oh Mann. Was würde ich jetzt gerne im Internet nachschlagen, wie viel TP der hat? Ich würde das so gern wissen. So, nochmal ganz rechts. Wow! Jetzt wurde ich getroffen. Das ist uncool. Moment. Dir. Jetzt muss ich mich aber heilen. So, schnapp du dir den. Das war der richtige. Sehr gut.
Jetzt, ah ja. Was hat es genutzt? Gar nichts. Nichts. Könnte sein, dass die Folge hier um einiges länger wird als gewohnt. Okay. Ich greife trotzdem ganz rechts erstmal an. Das ist der Richtige gewesen. Du darfst auch. Schade. Mach doch nicht immer so den Eindruck, als hätte ich dich gleich. Oh Mann. Ich bin ja schon mal froh, dass er sich nicht heilt. Ich müsste mich aber heilen, ehrlich gesagt. Bevor ich da so einen Angriff abbekomme. Das war er nicht. Das war's. Super. Was für eine Katastrophe. Ja, so ist das. Gut, meine Lieben, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.